Schön, dass wir eingeschaltet haben zu einer neuen Folge hier bei Minecraft. Und heute packen wir was aus der Classic-Kiste aus. Und zwar das Häuschen von Dr. Schnaggels. Den kennst du nicht? Das ändern wir heute. So, für unseren Dr. Schnaggels brauchen wir immer erstmal ein paar schöne Blöcke aus unserer Kiste. Für den Start holen wir uns erstmal ein bisschen glatten Sandstein raus, violetten Beton, glatte Steintreppen, dann nochmal ein paar geschnittene Sandsteinblöcke, davon nochmal die Stufen, dann Fichtenpfeiltüren, Sandsteinmauern. Heute mal würde ich mal sagen, türkises Glas nehmen wir mal für unsere Fenster und ein paar Steinknöpfe. Na, so. Wie immer geht's erstmal los mit dem Grundriss. Schnappt euch euren glatten Sandsteinblock. Da ziehen wir uns erstmal, würde ich mal sagen, eine gerade Reihe lang von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke. Dann geht es einmal nach hinten weg. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hin. Insgesamt haben wir hier 8 an den Seiten. Danach ist nur noch der leichte Part. Einmal die Rückseite genau auf die gleiche Länge ziehen, wie wir das vorne haben. Und dann natürlich noch einmal zuziehen. Dann wollen wir jetzt alles auch noch hochziehen. Ich würde mal sagen, wir machen das Ganze auf eine 5er Höhe. Das heißt, wir müssen noch 1, 2, 3, 4 Blöcke rauf platzieren, dass wir halt insgesamt das Ganze auf 5 hoch haben. Sobald wir alles auf 5 Blöcke hochgezogen haben, geht es jetzt an die Seiten von unserem Haus. Wir wollen hier wieder den Vorbau fürs Dach machen. Das ist eigentlich genau wie so eine Pyramide aufgebaut. Wir ziehen das einfach immer Blockreihe für Blockreihe immer enger oben, bis wir oben halt diese Zweiermitte haben. So, das gleiche Spiel machen wir nochmal auf der anderen Seite. Hier ziehen wir es auch nochmal pyramidenartig einfach mal hoch. Und wenn wir es soweit haben, können wir jetzt schon mal das Dach aufsetzen. Das heißt, schnappt euch eure violetten Betonblöcke. Ihr könnt die dann auch einfach ganz normal hier einmal raufsetzen. Nicht vergessen, den auch einmal überstehen zu lassen. Und dann können wir die auch einfach hier vorne noch einmal, zack, so überstehen lassen, nach vorne weg. Ne? Und dann können wir das hier auch einmal alles zuziehen. Wenn wir unser Dach dann drauf platziert haben, geht es ran an die Feinheiten. Zum einen beginnen wir erstmal mit dem Schornstein oben. Schnappt euch nochmal euren glatten Sandstein und fliegt mal oben in der Mitte an den Seiten hin und lasst so eine Violettreihe. Betonreihe einer Seite Platz. Dann setzen wir uns hier erstmal so ein Vierer hin mit unseren glatten Sandstein. Darauf machen wir noch eine zweite Höhe. Und das machen wir erstmal nochmal synchron auf der anderen Seite. Schlagen wir auch nochmal das frei. Und setzen hier uns auch nochmal so einen Klotz hin mit unseren Sandstein. Das wären natürlich jetzt unsere Schornsteine. Das heißt, wir schnappen unsere glatten Sandsteintreppen und ziehen die jetzt oben so rauf, dass erstmal die Treppen umgedreht sind und auch sich immer hier so einmal anecken. Das machen wir hier einmal komplett hier so ringsrum. Nicht so, sondern so, dass sie sich wirklich so alle anecken. Dann sieht das einfach genauso aus wie bei Dr. Schnaggels seinen Schornstein. Der hat natürlich zwei davon, das heißt hier einfach mal auf der anderen Seite machen wir auch nochmal sowas. Einfach hier, dass sich die ganzen Sandsteintreppen anschmiegen. Und wenn wir das haben, geht es schon weiter. Und zwar würde ich mal sagen, machen wir erstmal oben die Dachfenster fertig. Jetzt schnappt euch mal eure geschnittenen Sandsteinblöcke. Wir fliegen an den Seiten hin und lassen jeweils denn hier an den Seiten zwei Betonblöcke Platz und schlagen 1, 2, 3 weg. Dann können wir noch hier die hinterste Reihe auch nochmal weghauen. Und das machen wir nochmal auf der anderen Seite hier. So, wir lassen zwei Blöcke Platz, dann 1, 2, 3 weg und dahinter auch nochmal die Reihe weg. So, diese Sandsteinblöcke können wir dann auch erstmal alles hier weghauen. Da setzen wir jetzt einfach mal zweimal unsere Sandsteinblöcke hin. Das machen wir auf der anderen Seite auch nochmal zweimal. Darauf können wir dann einfach mal unsere Sandsteintreppen einmal platzieren. Das machen wir hier auf der anderen Seite auch nochmal. Und dann können wir da einfach zwischen noch einen geschnittenen Block wieder einmal platzieren. Und wenn wir das haben, setzen wir darauf dann einfach noch unsere Mauern rauf. Und darauf dann wieder eine Stufe. Und wenn wir das haben, sind wir noch nicht fertig, denn wir wollen auch hier unten einmal, sagen wir, unsere Falltüren einmal unten wie oben platzieren. Das machen wir natürlich hier bei beiden Fenstern. Und wenn wir das haben, nehmen wir noch unsere Sandsteinstufen und können die da vorne so als Fensterbrett noch draußen einmal platzieren. Das machen wir natürlich auch wieder bei beiden. Jetzt geht es schon ran, dass wir die Türen uns basteln. Schnappt euch nochmal euren geschnittenen Sandstein. Wir beginnen jetzt auf der Vorderseite. Wir haben jetzt oben schon die zwei Fenster uns gemacht. Das heißt, wir wissen, wir haben hier eine schöne Dreiermitte. Da können wir unten einfach mal, würde ich mal sagen, dreimal geschnittene Sandsteinblöcke platzieren. Darauf können wir dann nochmal eine Stufenschicht platt machen. Und dann kann man, wenn man möchte, hier schon zwei Blöcke mal weghauen. So, das ist nicht die einzige Tür, die wir machen wollen, denn es befindet sich nochmal hier auf der Seite eine. Wir lassen, würde ich mal sagen, auf der Vorderseite zwei Blöcke Platz und setzen hier eigentlich genau das gleiche Maß, wie wir das schon haben. Erstmal drei Blöcke an jeder Seite, Stufen oben hin und wir können hier unten die zwei weghauen. Man kann auch gerne nochmal Sandsteinblöcke in den Boden hauen. Das macht man nicht nur hier beim Seiteneingang, auch bei der Vordertür oder bei der Haustür macht man auch nochmal ein paar Sandsteinblöcke in den Boden. Sieht einfach ein bisschen besser aus. Der hat ja auch so eine Fußmatte, würde ich mal sagen, mit dem Stein, was er jetzt auch für sein Haus hat. Wir machen uns aber noch ein Fenster. Und zwar hat man gesehen bei Dr. Schnaggels, dass er hinten bei seiner zweiten Tür halt hier noch so ein Fenster hat. Dann nehmen wir einfach unsere Sandsteintreppen und können die einfach mal so zum Viereck formen. Ne? Wer möchte, kann sich natürlich auf den Rückseiten auch noch welche machen.
Nee, das ist halt jedem selbst überlassen, wie man sich, sage ich mal, Dr. Schnuggets einrichten möchte. So, zu guter Letzt haben wir noch die Steinknöpfe. Die wollen wir nochmal oben bei unseren Dachfenstern verwenden. Einfach hier setzen wir nochmal zwei Knöpfe und dann haben wir eigentlich erstmal das ganze Blockmaterial verbaut. Ah, es gibt noch eine Sache. Und zwar, wir hatten ja noch die Glasblöcke. Die wollen wir natürlich jetzt auch verwenden. Und zwar fliegen wir einfach natürlich einmal ins Haus rein und können hier dann einfach unsere Fenster damit bestücken. Setzen hier über unsere zwei Glasblöcke hin. Und wer jetzt, sag ich mal, sich sein Häuschen nicht einrichten möchte, der kann sich gerne noch ein bisschen schwarzen Beton schnappen und das Ganze natürlich noch einmal hier verkleiden. Das machen wir einfach mal bei den Fenstern. Wenn wir das dann soweit haben, geht es weiter wieder an unsere Kiste. Denn um unser Häuschen abzuschließen, brauchen wir noch ein paar Eichenblätter. Wir holen uns ein paar Pupo-Blöcke raus, wie die Treppen da vorne, denn noch ein paar Fichtenholztreppen, ein paar Eichenfalltüren. Dann holen wir uns noch Ziegelmauern raus, Schwarzeichenholztreppen und dann natürlich noch eine Schwarzeichenholztür. Wir beginnen erstmal mit der Schwarzeichenholztür. Die wollen wir natürlich hier einmal, sage ich mal, reinsetzen und darüber dann einfach noch eine Schwarzeichenholztreppe machen, ne, damit die Tür halt immer ein bisschen größer wirkt. Das machen wir natürlich hier bei unseren zwei Türchen, ne, oben die Treppe hin, unten die Tür und dann haben wir da schon abgeschlossen. Wir gehen uns nochmal auf die Vorderseite und zwar ist bei Dr. Schnuggets an den Seiten auch noch zwei Büsche. Die formen wir uns einfach mal hier mit unseren Eichenblättern. Das machen wir natürlich hier einmal auf beiden Seiten, setzen wir uns hier die Büsche hin. Und wenn wir die haben, geht es jetzt schon wieder an unser Dach. Und zwar wollen wir das jetzt ein bisschen verfeinern. Und zwar sind da verschiedene Ziegelsteine. Und die anderen Ziegelsteine haben so ein bisschen mehr die Farbe von diesen Popo-Blöcken. Ich empfehle dir jetzt einfach mal erstmal, dir ein paar Popo-Blöcke zu nehmen, hier lang zu fliegen und so ein paar Blöcke auszutauschen. Die Blöcke können sich auch ruhig verbinden hier. Du kannst hier ruhig ein paar mehr basteln, ne, dass hier so ein paar Ziegel von der Sorte hier verbaut sind. Ne, die können kreuz und quer hier platziert werden. Und wenn du dich dann erstmal ausgetobt hast hier mit den Popo-Blöcken, geht es dann auch weiter mit unseren Popo-Treppen. Denn da kannst du auch gerne auch so ein paar Unebenheiten machen. Wir haben halt die Treppen davon, können wir ruhig verwenden. Das kannst du sagen, okay, ich will hier, sage ich mal, ein bisschen was austauschen. Und dann kannst du hier ruhig auch Treppen hinsetzen. Ich glaube, jetzt habe ich hier ein bisschen zu viel. Nee, so. Zack. Sollte das lieber aussehen. Genau. Nee, also da kannst du gerne halt hier noch ein paar Treppen, die überall ein bisschen platzieren. Einfach so ein paar Unebenheiten, wenn du möchtest, hier ein bisschen was austauschen, ne, damit das Dach doch ein bisschen, sage ich mal, kantiger wirkt oder ein bisschen spitzer wirkt. Ne, also ich finde das gar nicht mal so schlecht. Naja, jedenfalls, wenn wir unser Dach abgeschlossen haben, geht es jetzt noch an unsere Schornsteine ran. Und zwar gehen wir jetzt mal an den linken ran. Da setzen wir noch unsere Mauern einmal hier auf der Seite hin und setzen uns dann hier, würde ich mal sagen, mit den Fichtenholz Treppen, würde ich mal sagen. Ach, machen wir die mal so ran, dass sie sich hier mit dem Schornstein verbinden, denn wir wollen hier oben noch so ein kleines Vogelhäuschen uns basteln, denn bei Dr. Schnuggets war ein Vogel hier oben, sag ich mal, zu Hause, der hatte hier sein Vogelnest sich so aufgebaut. Sah mir aus wie ein kleines Häuschen, ne? Das wollen wir mal hier so ein bisschen darstellen mit unseren Fichtentreppen, mit den Eichenfalltüren und ich würde mal sagen, als Dach für dieses Vogelhäuschen nehmen wir einfach Schwarzeichenholztreppen, ne? Das passt eigentlich gar nicht mal so verkehrt dazu und dann haben wir eigentlich Dr. Schnuggets Häuschen auch schon fertig. Ich hoffe, du bist mal zufrieden mit der Baufolge. Und falls du jetzt auf den Geschmack gekommen bist von Dr. Schnuggets, schau mal in der Videobeschreibung. Ich verlinke dir die erste Folge von ihm. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.